So, Freunde, heute mal ein ganz kurzes härter äh, News-Video. Ich muss heute mal wieder so ein bisschen ja mich bei mit euch zusammen ein bisschen aufregen oder trauern, so wie es, wie ich damals mal angefangen habe, weil es kann doch einfach nicht wahr sein. Also es kann wirklich einfach nicht wahr sein. Es, man, man könnte ja fast schon wieder lachen, dass jetzt ausgerechnet auch noch Sessa ausfällt. Aber gut, wir sprechen in diesem Video über Kevin Sesser. Wir sprechen über Fabi rese nochmal kurz. Marsch, der ist jetzt auch angekommen bei Hertha. Ist jetzt offiziell, dass er das Torwartteam komplettiert. Und ähm, ja, wird ein kurzes News-Video auf jeden Fall. Äh, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Für alle, die die Bock haben, morgen spielt der Hertha gegen Nijmegen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Um wie viel Uhr waren das? 16 Uhr? Richtig. 16 Uhr. Erstes Testspiel im Trainingslager. Das werden wir uns im Watchalong zu Gemüte führen. Ab 15.30 Uhr würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ähm, dann gucken wir mal, wie es ohne Sessa und Rese dann laufen wird. Ja, erstmal zu Kevin Sessa das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich dachte erst, ey, hat er sich vielleicht im Spiel gegen Cottbus auch noch verletzt? Ich erinnere mich da an diese eine Szene, wo das Bein stehen gelassen wird, ähnlich wie bei Kroos gegen Pedri im Viertelfinale der EM. Aber er hat sich wohl im Trainingslager verletzt. Das ist so bitter. Äh, ausgerechnet gestern Abend. Ja, gestern Abend haben vielen Dank da noch mal an Benny, vielen Dank an Hertha TV haben wir live szenen Eigentlich so fast die erste Halbzeit analysiert. Beziehungsweise Benny hat das wirklich aus einer ähm, Spielanalyse-Sicht mal analysiert, ähm, wie das jetzt schon bei Hertha läuft, was gut ist, was vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Und da war Kevin Sessa auf der 6 natürlich ein absoluter Schlüsselspieler, der auch unter anderem von Benny natürlich viel gelobt wurde. Und deswegen ist das so bitter, dass uns er jetzt äh, ausgerechnet fehlt am Tag später. Es ist irgendwie ein bisschen wie verhext, aber er hat sich wohl die Verletzung im Trainingslager zugezogen. Eine schwere Knieverletzung, sagt Hertha, ohne da die genaue Dauer bekannt zu geben. Haben sie gesagt, er wird jetzt, ich glaube, kommende Woche schon operiert, soll aber im Trainingslager bleiben, was ich eine gute Maßnahme finde, weil er ist ja neu zugegangen, dass er wirklich erstmal, gerade wenn du dann eine länger wirrende Verletzung hast, trotzdem absolut zum Team dazugehörst. Ey, das ist so bitter, vor allem nach der Verletzung von Rehse. Jetzt schreibt die Bildzeitung schon, Rehse sechs bis acht Wochen. Das wäre natürlich sehr bitter. Würde er ja auf jeden Fall auch den, die ersten Saisonspiele, Pokal und so weiter verpassen. Könnte dann aber höchstwahrscheinlich nicht wechseln. Also ein verletzter Spieler, das macht ja meistens nur Freddy Bobic, dass er solche Spieler verpflichtet. Dann gibt es aber immer noch das Wintertransferfenster, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ähm, der soll wohl wirklich länger längerwierig ausfallen, sodass man da gegebenenfalls schon Bedarf hat. Wir dachten ja, oder ich dachte ja vorher auch schon so, hatten auch manche von euch in die Kommentare geschrieben. Habe ich mit Benni gestern auch im Stream dann nochmal besprochen. Rein theoretisch, dadurch, dass wir ja im offensiven oder generell mit Feld, so, Spielstarke Spieler wie Masa und Sessa haben, die beide auch auf dem Flügel agieren könnten, wäre das ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, wenn Rese jetzt ausfällt und du findest eben nicht noch einen adäquaten Ersatz, dass du dann eben mit diesen beiden Spielern auf dem Flügel agierst. Dann müsstest du aber auch im Trainingslager das nochmal ein bisschen umstellen, weil es ist natürlich was anderes, ob du einen Winkler oder einen Rese als Spielertypen hast, der komplett die Breite hält, oder ob du einen Sessa und einen Ibo Masa auf dem Flügel hast, die ja dann doch häufig er sich auf diesen Halbpositionen auch noch bewegen. Dann spielt es halt eher wie Deutschland, beispielsweise unter Nagelsmann. Das muss ja auch einstudiert werden. Jetzt ist es ja zumindest mal bei Sessa sowieso obsolet, weil er fehlt und der hat, ja, er hat es auf allen Positionen gut gemacht. Ich hoffe nur, ja, dass er wirklich jetzt nicht monatelang ausfällt, wie es die Bild schreibt, weil Knieverletzung kann ja alles sein. Ich hoffe, dass es nichts mit dem Kreuzband zu tun hat und dass er am Ende jetzt die ganze Hinrunde ausfällt. Wir erinnern uns noch letztes Jahr in der Saisonvorbereitung hat sich ähm, Ibo Masa schwer verletzt, kam dann erst Anfang des nächsten Jahres oder in der Rückrunde zurück. Das hoffen wir mal, dass es nicht der Fall ist. Also vorher hatte man sich noch Gedanken gemacht, ey Masa. Ähm, Maser, Cuissance, Sessa, Dämme. Wer muss da auf dem Flügel ausweichen? Oder sitzt da sogar einer auf der Bank und so schnell kann es gehen. Ne? Jetzt äh, stellt sich das dann ja von alleine auf das Mittelfeld. Kann man nur hoffen dass Diego Demme dann rechtzeitig auch in diese Spieltagsfitness kommt, dass er wirklich auf der Sechs als Stammspieler agieren kann. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, er fällt langfristig aus, Resefeld fällt ein bisschen länger aus, wo hat man jetzt noch Bedarf? Ne? Wir haben äh, auf der Sechs als Ersatz sonst Buchalakis, würde ich überhaupt nicht sehen, Clemens dann vielleicht noch, der übrigens im Moment auch individuell trainiert. Ähm, da sollte man sich eventuell überlegen, ob man noch wirklich einen Sechser verpflichtet, zumindest per Laie oder so. Je nachdem, wie, wie, ja, mit wie viel Spielzeit man im Wettbewerb dann wirklich bei Dämme schon rechnen kann. Ja, es ist äh, sehr, sehr bitter. Und ich würde auch sagen, dass gerade so eine Flügelposition auch nicht schlecht wäre. Erst recht jetzt nach dieser Verletzung. Auch wenn natürlich Sessa nicht planmäßig jetzt auf dem Flügel war. Aber durch diese Verletzung Rese und. Ähm Sessa-Kombination finde ich so ein Transfer von Zitae Schwilli, ein Spieler, der uns vielleicht sogar sofort ein Profil mitbringt, was uns sofort hilft, also nicht wieder irgendein Jugendspieler, den man erstmal ranführen muss, fände ich echt interessant. Klar, wir haben noch einen Gustav, der braucht aber vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, ob er die Last dann direkt tragen kann. Ähm Scherhand, wie gesagt, ist für mich jetzt nicht der Flügelspieler. Und äh, auf der anderen Seite halt Winkler, Polko würde ich auch nicht auf dem Flügel sehen. Mal gucken, was dann da eben noch passiert. Wir wünschen auf jeden Fall erstmal äh, sowohl Rese als auch Sessa ja, im Rahmen die, der Verletzung, die sie haben, den bestmöglichen Verlauf, dass sie schnellstmöglich auskurieren und dass danach keine schwierigen Folgen einfach auch gibt. Ähm, sehr, sehr enttäuschend und können wir nur hoffen, dass wir sonst weitestgehend verletzungsfrei bleiben. Ey, das ist ja wie als Benz Benny gestern gejinxt hat, der noch so meinte, ja bei man braucht auch einfach das nötige Glück mit Verletzungsfreiheit, wie bei St. Pauli, die ja in der Hinrunde eigentlich fast gar keine Verletzten hatten letztes Jahr. Ja, hoffen wir mal, dass es ähm, ja nicht zum Worst Case auf diesen Positionen kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt transfertechnisch dann noch weitergeht. Ich habe jetzt nicht gehört, dass wir jemand anderen quasi noch dazu holen ins Trainingslager. Ich meine, das konnten wir ja vorher nicht wissen, dass er sich verletzt. Ne? Also Boris Lum ist jetzt nicht quasi der Vorgriff gewesen, falls sich Sessa verletzt, weil die Verletzung hat ja erst dort stattgefunden, zumindest laut Hertha-Aussagen. Ja, Dennis Marsch ist jetzt auf jeden Fall wieder mit dabei, passend zum Berliner Weg. Ich lese euch mal kurz vor, was die Hertha-Verantwortlichen dazu sagen auf unserer Website Homepage Benjamin Weber sagt wir freuen uns dass Dennis unser Torhüter Team komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt dadurch dass quasi ja gegangen ist weil er bei uns nicht mal der, also wahrscheinlich in der U23 auch nicht so viel Spielzeit bekommen hätte wo er Golla die Spielzeit übernehmen soll wir auch noch einen dritten Torwart für die Spieltage brauchen und auch im Trainingsbetrieb ist es nicht schlecht macht dieser Transfer ja um, äh, auf jeden Fall Sinn hatte ich ja schon mal in meinem Video gesagt wie ich das sehe von vor zwei Tagen Könnt ihr euch gerne ansehen. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg. Dennis Marsch selber sagt, ich freue mich sehr, wieder das Trikot von Hertha BSC tragen zu dürfen und Tag für Tag meinen Teil zu guten Trainingseinheiten und erfolgreichen Partien beizutragen. Als sich die Gelegenheit zur Rückkehr, äh, Rückkehr ergab, musste ich nicht lange überlegen. Er... War ja zuletzt bei Duisburg, wo er auch nicht Stammspieler war, die ja auch abgestiegen sind. Ist jetzt vereinslos gewesen. Das heißt, wir haben keine Ablöse bezahlt. Er soll ja wohl auch einen Amateurvertrag bekommen haben. Also das ist geldmäßig bei uns eben auch nicht so reinscheppert, sage ich mal. Und ich denke mal, wenn alles normal läuft, dann wird er auch keine Spielzeit bei uns haben. Also weder in der U23 noch in der ersten Mannschaft. Aber für den Trainingsbetrieb ist das durchaus wichtig. Wir haben das ja... Unter anderem, wenn ich jetzt mal den Vergleich zum DFB nehmen will, auch bei Nagelsmann gesehen, der auch gesagt hat, für den Trainingsbetrieb sind äh, vier Torhüter vorteilhaft, es äh, kommt ja dann mal auf die Trainingsformen etc. an. Ähm, und er sieht ja auch, wenn, wenn du das vorher kommunizierst, er sieht ja ganz klar seine Rolle und sagt ja auch schon, ähm, in seinem Ankunftsinterview quasi, ähm, er will dafür beitragen, Tag für Tag, dass die Trainingseinheiten gut absolviert werden können. Also es ist jetzt nicht so, dass er zu uns kommt und dann unzufrieden ist, weil er eben gar keine Spielzeit bekommt, sondern die Rollen sind da klar verteilt, was ja auch immer wichtig ist, dass da wirklich Kommunikation am Start ist. Wir haben es gesehen, jetzt nachträglich hat Niederlechner sich ja dann schon unzufrieden geäußert, weil er von einer anderen Rolle in der Rückrunde ausgegangen ist, so wie es kommuniziert wurde. Also es ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, den Spiel von Anfang an klar zu machen, klar kannst du nicht jedem fest sagen, ob er Stammspieler ist oder das, das ist auch, das variiert auch je nach Situation, nach Gegner, ob sich jemand verletzt ähm, und so weiter, aber dass man schon vorher klar definiert, ähm, den Spielern, die wahrscheinlich erstmal die Herausfordererrolle annehmen oder erstmal gar nicht für Spielzeit eingeplant sind dass sie das eben auch wissen und dann nicht im Laufe der Saison immer enttäuschter werden. Das ist ja auch nicht gut für die Teamchemie. So, jetzt will ich aber auch nicht zu negativ hier werden, weil es gibt eben auch viele positive Aspekte, die wir ja auch gestern wieder gesehen haben. Und es freut mich eben, wenn so jemand extern, der aus der Fußballbranche kommt, der tausende Fußballspiele schon analysiert hat für Profiklubs, das eben auch positiv sieht. Ähm, das ist natürlich keine Garantie. Ne? Es wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir unter Fiel auch, auch was die Öffentlichkeit... Ähm, also auch was die Rezeption in der Öffentlichkeit angeht, dass wir einfach mal, wenn es am Anfang mit Glück ist, einen guten Start erwischen, dass es nicht gleich wieder Kritik gibt, dass wir nicht vom Pech verfolgt sind am Anfang, dass die Mannschaft selbst auch an das Konzept des neuen Trainers glaubt, weil Ergebnisse am Anfang folgen. Dafür müssen wir einfach die Daumen drücken und ich bin sehr sehr gespannt, weil morgen haben wir dann wirklich den bis dato qualitativ höchsten Gegner mit Neimeren aus der Ehredevise, da bin ich mal sehr gespannt, gerade wie es eben auch aussieht, wenn ein Gegner unser Gegenpressing mal überspielt, weil das wird öfter mal der Fall sein, eben in der zweiten Liga und nicht so wie gegen Regionalligisten oder Cottbus. Und was wir dann für Lösungen für die Rest oder Tiefenabsicherung haben, da bin ich sehr sehr gespannt drauf. Ähm, trotzdem bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt, weil, ich, äh, weil wir trotzdem, auch trotz dieser Verletzungen, echt einen tollen Kader haben. Und jetzt drücken wir einfach mal unserer Hertha die Daumen, dass da eben nicht noch so viele Verletzte hinzukommen. Zumindest mal auch nicht so eine Langzei langwierigen Verletzungen gleich. Ne? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch bei tollstem Berliner Wetter einen schönen Start ins Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja morgen. Gönnt euch gerne den Stream. Und ähm, ich verbleibe mit einem Hauhe. Ciao, ciao.